erstmal am Ronzen, was Lemdems. Ja, gib mal Brülltorpedo hier, Ballerfaust. Oder hält der Cappuccino Fresse oder was? Ich brauch den schwarzen Brei in meine Fresse, nein. Tee ist für Esoteriker, Kaffee für uns Choleriker. Mach meine Luke weit für einen Schlonzefeit. Ölsefagus futsch, oh, das tut mir aber leid. Sorry. Das Zeug muss richtig zundern, den Schwachen trink ich ungern. Fick doch die Teeverschwörung, ich will ja die Herzrhythmusstörung. Ich bin hier richtig hinten ans Gaumensegel. Zum Sirup, ich will das kranke Blei. Ich will zu viel vom Kraftsud. Ich will nur eines. Nein! In die Rabanten knallen, den Boiler reparieren. Das Vatereuer lallen, den Adamsapfel sich garnieren. Den Schleudergang einlegen, den eigenen Stuhl zersägen. Den Zuber in den Zuber und kotzen in den Uber. Den Sporn von vorn genießen, sich Mett in die Kalotte krachen, den braunen Blitz ableiten. Ich reite das Koffein, ich praktizier bei Zeiten das Uran ins Urin, den Lorek in die Hecke, den Bronz ins Körbulon, das Kantholz in die Ecke, das habt ihr nun davon. Kaum nachvollziehen. Nee, also das würde ich nicht Sucht nennen. Nee, Sucht ist das nicht. Also ab 20 Brülltorpedos am Tag fängt das Menschsein an. Also Kommunismus ist die Gesellschaftsform, in der jeder so viel brüllen kann, wie er will. Es gibt da so ein Bootstrap-Problem. Also man kann ja erst Kaffee machen, wenn man aus dem Bett ist, aber man braucht Kaffee, um aus dem Bett zu kommen. Also wer darüber diskutiert jetzt hier, ob Bialetti, Siebträger oder türkischer Kaffee, der hat's einfach nicht verstanden. Ja, wir nennen uns Lemdem, das ist schon die Mehrzahl. Im Grunde kann man den Gemütszustand beschreiben als manisch-euphorisch. Der Tee, dein Ernst? Tee? Die größte Erfindung der Menschheit, ja, für mich ganz klar, Kaffee.